Hallo und herzlich willkommen bei einer Runde Tropico 6. Tropico 5 haben wir, glaube ich, gespielt und wir gehen jetzt rein ins Tutorial. Sie sind da. Hola, Presidente! Ich bin's, euer loyaler Penultimo. Ich habe eine Übung für euer mächtiges Gehirn dabei. Nur eine Formalität für euresgleichen. Da muss sogar der Hund bellen. Die persönlichen Assistenten, ja, Aufgaben abschließen müssen. Aufgaben sich ziehen zu bestimmter Anzahl von Aufgaben zu erledigen. Der Aufgabenbildschirm. Schließen Sie Tutorial-Aufgaben. Wenn Sie Aufgaben, ja, tolle Aufgabe. Ja, wo sind die denn? Schwenken Sie die Kamera, drehen Sie die Kamera, neigen Sie die Kamera. Alles klar. Das geht so, das geht so. Rein und raus so. Archipelansicht. Und da sind wir auch schon wieder. Pausieren Sie die Spielzeit. Spielzeit einstellen. Ah ja. Ich bin stolz auf euch, Präsidente. Eure treuen Bürger tun, was. Wählen Sie einen Transport, Schreiber, wählen Sie Hafenlager, wählen Sie Reiter Beschreibung. Okay. Machen wir das doch. Übrigens, ich kann hier, wenn ich mit OBS aufnehme, weil das Spiel mit Nvidia Shadowplay nicht aufgenommen werden will, muss ich mit OBS aufnehmen. Und da ich keinen Greenscreen habe und mit Shadowplay ich mit, wie heißt das Ding? Video, Broadcast, was auch immer. Da kann ich ja bei Shadowplay den Hintergrund rausschneiden. Und bei OBS würde das halt nur mit dem Greenscreen gehen. Und deswegen haben wir ein bisschen Hintergrund, wo nichts ist. So, ab geht's. Genug erklärt. Ein Transportbüro, Beschreibung, organisiert Logistik, Güter, Blanken, Kekse. Brauchst halt, damit alles irgendwo hinkommt. Hafen brauchst du, damit du vom Hafen rein und rauskommst. Das wissen wir auch. Winden Sie ein Bärfeck mit einer so Straßen. Wo ist denn das Bergwerk? Da. Da ist ein Bergwerk. Wir brauchen Straßen. Straße. Gold exportieren, Güter exportiert. Okay. Machen wir ein bisschen fixer, damit hier auch was passiert. Weil das dauert ja mit dem Gold. Da, da ist es. Gold, Junge. Ja, mach Kühe. Seht ein Boot! Von hier aus wirkt es so klein, aber selbst ihr könntet vermutlich keines hochheben. Genau. Eine Taverne bauen. Saufen. Unterhaltung. Taverne. Da wäre ein guter Platz. Bau abbrechen. Gebäude drehen. Aha. Rauf auf die Favelas. Zack. Und abfahren. Machen wir ein bisschen flotter. Gucken, ob hier einer was macht. Da arbeitet einer. Da mit dem Hammer auf ein Stück Holz.
Gerberei bauen und Leder herstellen. Ja, das sollte machbar sein, oder? Eine Industrie. Gerberei. Hätte ich gern so. Verarbeitet Fellleder verursacht Umweltverschmutzung. Hohe Priorität, dann geht das alles schneller. So baut man. Zack, zack, zack. Fertig. Da sollten wir wieder, bis das fertig ist. Rebellenbedrohung niedrig, das ist doch schon mal schön. Unsere kleine Insel. Ich wusste, ihr würdet euch an Geld verdienen, ist gut, aber wie. Exportroute aktiv für Leder. Ja, schauen wir uns das auch mal an. Handel. Leder, Mexiko. Aha. Menge 500. Da schreit. Da. Gut. Mehr muss ich nicht machen? Cool. Farm so bei der Rinderwert. Platzieren Sie Rinderwart am besten Ort. Rinderfarm mit einer Straße mit dem bestehenden Straßen. Farm. Ja, am besten auch hier hin. Oder weiter hier, oder da. Ich meine, da ist ja schon eine daneben. Brauchen wir noch eine Straße. Wunderbar. Muss nur noch fertig gebaut werden. Geschwindigkeit hoch und los geht's. Weil da ist eine, dann haben wir da noch eine. Oh, was ist hier los? Nichts auf Lager. Oh nein. Deswegen brauchen wir auch die Rinderfarm. Alter, wie er auf die Palette hämmert, Junge. So. Fleisch, Konsum gestatten und so weiter. Arbeitshumane Ausbeutung, sehr schön. Aber leider kein 90er Wert. Ein bisschen belastend. Kann man noch eine bauen? Vielleicht kriegen wir hier eine höhere Effizienz. 93. 92. Einfach mal zwei Stück gebaut. Die Effizienz war nämlich nicht hoch genug. Manchmal ist das so. Manchmal gewinnst du. Manchmal eben nicht. Aber Rinder kann man eh nie genug haben. Stellen Sie das Budget auf Höchststufe 2, prüfen Sie Gebäude, Infofeld, Rinder von Effizienzreiter, warten Sie, wenn sie voll besetzt sind. Ist hoch. Ja, haben wir doch. So. Effizienz, toll, haben wir gesehen.
Installieren Sie Chromgerbung in der Gerbe. Verringert den Verbrauch von Fellen um 25. Das ist gut, kostet aber 5000 Tacken. Was feuern Sie einen Arbeiter aus der Gerberei? Schließen Sie einen Arbeitsplatz in der Gerberei. Verzeihung. Ja, cool. Und Platz schließen. Okay. Stellen Sie den Arbeitsmodus darf man lang von Spüren auf reguläre Kontrollen. Stellen Sie Arbeitsmodus Rinderfarm. Es gibt so viele Wege, die Früchte von Tropicus Wirtschaft zu entsaften. Nächstes Kapitel. Ist erstmal nicht so kompliziert, würde ich sagen. Eure Arbeit wäre. Bereit. Sollte machbar sein. Heute. Baracken. Da muss sogar der Hund bellen. Machen wir mal kurz eine Pause.